Ja. Leute, dieser Pass zum Beispiel, der darf niemals ankommen, ne? Guck mal, ich bin in der Linie mit zwei Verteidigern bei Haaland und drücke bei beiden, guck mal, der wechselt den Cursor nicht. Ich drücke bei beiden auf X auf Stellen und der Pass kommt einfach durchs Zentrum durch. Sowas erlebt man ja richtig häufig. Guck mal hier. Darf nicht sein, ne? Darf nicht sein. Und das ist dann das 1-1 und das verliere ich dann das Spiel, ne? Wahnsinn. Ja, geht mal hier auf meinen Link. Ich habe den reingestellt über MMOGA. Da unterstützt ihr unser ganzes Spinwheel, unsere ganzen Sachen hier, Leute. Wenn ihr auf den Link geht, dann kommt ihr hier hin. Und ich habe heute den Huni hier aufgeladen, erstmal, ne? Ich habe mal heute einen Huni aufgeladen für 89,99. Ich darf es selber nicht nutzen. Ja? In dem Sinne, dass ich davon Provision bekomme. Aber wenn ihr aufladet über diesen Link, ja, dann bekommt ihr auf jeden Fall diese Vergünstigung und ich bekomme eine kleine Provision, die ich dann wieder in dieses Spinwheel hauen kann. So läuft der ganze Hase, ne? Hab das erstmal die Woche gemerkt, dass ich durch die Server Riesenvorteile, meine Spieler haben jeden Zweikampf gewonnen und ohne konnte keiner halten. Ja, es gibt immer diese Phasen, Claudio, ne? Es gibt immer diese Phasen, habe ich den Eindruck, wo die Spiele absolut flüssig laufen. Da stellt man immer sein Internet in Frage, wenn es dann nicht so ist. Es ist nicht durchschaubar. Es ist nicht durchschaubar. Wenn das Spiel flüssig läuft, dann gewinnt man mehr Zweikämpfe. Man ist irgendwie aktiver auf dem Feld. Was mir richtig krass auffällt, Leute, schreibt mal eine Eins in den Chat, wenn euch das auch auffällt. Was mir richtig, guck mal, ich spiele ja jetzt sehr, sehr viel und was mir richtig heftig auffällt, ist, wenn die Connection schlecht ist, also wenn es sich träge anfühlt, dann starten die Spieler bei Doppelpässen nicht nach vorne in den Lauf und laufen hinter die Abwehr. Bei gleicher Aufstellung. Du hast davor zwei Spieler gehabt, zwei Siege, zum Beispiel mit guter Connection, und die Spieler laufen hinter die Abwehr, ist die Connection aber gefühlt träge. Lass uns das Grip nennen. Lass uns das Trägheit nennen. Keine Ahnung, ob es die Connection ist. Aber wie kann das denn sein, dass in diesen Spielen, die sich träge anfühlen, die Stürmer auf einmal diese Laufwege hinter die Abwehr nicht mehr machen? Das ist ganz klar. Wenn du ein Spiel hast, das sehr, sehr flüssig läuft, laufen die Spieler alle hinter die Abwehr. Und das ist halt krass, Leute. Fällt euch das auch auf? Guck mal, hier kommen viele Einsen in den Chat gerade. Es ist halt heftig. Ist die Connection gut und hast du ein gutes Gefühl mit deinen Playern, dann gehen alle immer in diese Schnittstellen rein und bewegen sich nach vorne. Das Spiel träge, dann hast du das Gefühl so, boah, ich brauche dieses manuelle Spielerschicken von PES zurück. Na, bewegt euch doch mal, Alter. Warum kommt denn keiner aus Marsch? Und bei jedem Doppelpass, also manchmal ist es ja so, das kann ja gar nicht sein. Manchmal ist es so, du spielst zum Beispiel Romario Mittelstürmer an. Er lässt klatschen, ja, auf den daneben und soll dann ja den Doppelpassweg laufen. Es ist ganz klar erkennbar. In den Matches, die flüssig laufen, ist es so, du spielst den Doppelpass, Romario überholt den Verteidiger und geht komplett rein. In den Spielen, die träge laufen, spielt Romario den Doppelpass. Und der KI-Spieler ist weit vor ihm und das kann nie klappen. Aber wie soll der Kopf damit klarkommen? Ja? Wann sollen wir denn wissen, okay, es ist träge, ich spiele diese Bälle erst gar nicht mehr oder wie oder was? Da kann man nichts machen. Man spielt es automatisiert, weil es ja schon mal geklappt hat, aber man wird immer wieder von Konami verarscht, gefühlt, dass es auf einmal nicht mehr klappt. Das ist ständig so. Es sind so viele Sachen so, wo du sagst so, ey, ich spiele jetzt den Pass, der ist richtig safe. Und du spielst ihn so mit X nach vorne, er spielt ihn aber auf einmal mit X zur Seite, dem Mittelfeldspieler in den Lauf. Er muss nur Dreieck drücken, der andere steht vorm Tor. Also es kann nur beeinflusst sein. Ich habe jetzt wirklich so viele Games gemacht. Die Connection kann nur beeinflusst sein oder irgendwas ist auf jeden Fall beeinflusst. Wie soll man sagen? Die Spielabläufe von Game zu Game sind auf jeden Fall nie konstant. Also nie konstant über 10, 20 Games. Never. Niemals. Keine Meisterliga. So, da kommen wir gleich schon zum Thema, ne? Du beschreibst es perfekt. Defensiv genauso. Bei schlechter Connection stellen die eigenen Spieler einfach kaum Passwege zu. Genau. Du kommst bei schlechter Connection auch nicht, was das Spielerwechseln hinterher. Und die stellen die Passwege nicht zu und die bewegen sich halt wie ein Teamgeist auf 58. Deswegen bin ich zu 1000% der Meinung, dass auch was auf jeden Fall beeinflusst ist, das Hoch und Runter in den Divisions, ja.
dieses nicht sofort aufsteigen dürfen über den Tausender. So ist es bei mir auf jeden Fall gefühlt so. Du bist nah dran zur Grenze bei 1600. Nein, du fällst wieder runter. Bist dann wieder nah dran, fällst wieder ein Stück runter, gehst dann aber drüber. Ne? Und so, umso höher du steigst auf 1700, 1800, machst du diese Rückwärtsrollen auf jeden Fall öfter. Und die Spielersuche ist dann in dem Sinne auch auf jeden Fall in meinen Augen manipuliert bzw. gewollt so. Und hinzu kommt auch noch das Gefühlte, du wirst manchmal von der eigenen KI unterstützt und manchmal lässt sie dich komplett im Stich. Das ist safe so. Auf meinem Account, ich kann ja nur von mir sprechen, safe so. Safe. Das gibt, ich habe noch nie so viel, ich habe 100 Spiele gemacht, Leute. Also ich habe das jetzt, ich habe meine 100 vor, Leute. Ich habe das jetzt analysiert, ich habe das so beobachtet und so weiter, Alter. Es ist safe so. Und mein Vorhaben ist ja, Leute, und meine These ist ja folgende. Ich werde ja so viele Spiele machen wie noch nie in dieser Season, ne? Und meine These ist folgende, wenn ich jetzt aufsteige in Division 1 und es schaffe vielleicht unter den besten 2000, 1000 werde ich vom Pensum wahrscheinlich nicht schaffen, also sollte ich unter den besten 2000 sein und meinetwegen 1850, vielleicht 1900 Punkte erreichen oder sowas, dann werde ich in der nächsten Season, wenn das Game merkt, ich spiele weniger und ich fange zum Beispiel eine Woche später an mit dem Schwitzen, werde ich auch da wieder hinkommen. Ich sage euch, wie es ist, ich werde weniger Spiele haben. Und ich werde auf jeden Fall auch da wieder sein. Das Spiel belohnt. Weil das Spiel ist hundertprozentig so entwickelt. Das ist meine Hypothese, Leute. Nagelt mich darauf nicht fest. Das Spiel ist so entwickelt, dass du die Lust nicht verlierst. Das Spiel ist so entwickelt, dass es immer auf der Grenze ist zwischen ich halte das Spiel nicht mehr aus, aber es läuft dann doch wieder und ist geil und es hält einen bei Laune. Sag mir, ob das stimmt. Leute, eins in den Chat. Das Spiel ist bewusst so konzipiert, es hält einen bei Laune, man hasst es, aber man fängt es dann doch wieder an, weil es läuft, Alter. Das ist zu 1000% so. Und die Leute, die bei 4 Niederlagen am Stück mental schon so gebrochen sind, oder nach 5 maximal, und das Spiel beiseite legen, kann ich auch verstehen, aber das Spiel ist zu 1000% so konzipiert, dass du auf Dauer irgendeinen Fortschritt erkennst. Und wenn du zu einem späteren Zeitpunkt anfängst zu spielen, das Spiel merkt, du bist nicht mehr so im Game, für dich wird das Spiel langweiliger, dann geben sie dir eine bessere Statistik, wenn du eine Woche, zwei Wochen später anfängst und die leichteren Gegner, damit du schneller wieder dahin kommst, wo du warst. Bei EAFC genauso, ja, Alter, die wollen dieses, wie nennt man denn, diesen Flow, diesen Belohnungsflow, den wollen sie bewirken, ja. Das ist zu 1000%. Und da müssen wir nicht den Fehler machen und uns an der Top 100, an den Top 500 Leuten orientieren. Die machen im Monat oder haben am Anfang im Monat ihre 300, 400 Games gemacht, Leute. Und die brauchen jetzt mittlerweile nur 100, 150, um dahin zu kommen. Deswegen, es ist nicht nur mein Projekt. Wenn jemand das Projekt mitmachen will, ich wäre sensationell froh, die auf meinem Niveau spielen mit 50% jetzt hier, mal noch mehr Zeit haben wie ich. Ich bin ja berufstätig. Da reinzuschwitzen, um zu sehen, wie hoch kann man kommen, wird man irgendwann, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir bei weitem nicht vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe 100 Spiele gemacht, 100 Siege geholt, ne? Und ich bin bei 1850 oder sagen wir mal 1900 Punkten, ne? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die mich bei 150 Siegen, also bei, ich sag mal, bei 200 Spielen, auf 1600 runterdrücken. Oder bei 250 Spielen dann auf 1550 und dass man nochmal die Schleife nehmen muss bei so viel Games, dass man wieder auf 1850 ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es müsste man ausprobieren, weil bei meinem Können, sage ich mal, dass ich eigentlich mehr gewinne als verliere, müsste es so sein, wenn man die Zeit hat für 500 Spiele, dass man da oben unter den Top 1000 ist und dass man im nächsten Monat mit seinen, sag ich mal, 150 Spielen wieder da ist. Ich sag euch, wie es ist. Es muss so sein. Und wenn man einmal da war, dann wird man auch wieder dahin kommen. Da bin ich auch zu 100%ig sicher. Du kannst nicht einmal die Top 500 erreicht haben, sag ich mal.
Und dann werden die dir im nächsten Monat nicht nur bei gleicher Anzahl von Spielen oder bei ein bisschen weniger Spielen, dann werden dir nicht im nächsten Monat Rang 2000 reindrücken. Never. Never. Wenn du mehr Spiele machst und Zeit hast, bei weniger Spielen kann ich das verstehen. Wenn einer zum Beispiel vorher seine 200 Spiele gemacht hat und Rang 10 ist, keine Ahnung, dann hat er aber nur noch seine 50 Spiele gemacht und schafft nur Top 250, das ist ja normal. Oder Top 200, ne? Ja, aber er wird immer wieder da oben landen, Alter. Das ist das Game. Das war jetzt Real Talk, Alter. Lade ich auch auf YouTube hoch, mein Real Talk. Easy Money. Easy 2 Euro. Let's go. Chris Cross, dieses FIFA-Event ist auch komisch. Bei mir hat der Erstplatzierte 20 Spiele und 103 Tore geschossen. Das ist niemals normal gelaufen. Nee, das ist schon so. Ich habe gestern auch den Indominator geguckt. Der hat zum Beispiel im ersten Spiel 17-1 oder so oder 17-2 gewonnen. Das Ding ist einfach, bei diesen Games, ja, da ist es schon so, dass du am Anfang die schwächsten Gegner bekommst und sich das so steigert, wie bei so einer Weekend League in FIFA, ne? Ja, und am Ende kriegst du halt die ganzen, die dann auch irgendwie 16-0 oder 17-0 stehen. Und es ist halt so, dass die dann in diesen Events, wo es wirklich um was geht und wo es dann E-Sport ist, und das ist ja das, was beweist, dass Konami in dem Sinne manipuliert im Dream Team Division Modus, dass den Anfängern alle Hilfen genommen werden. Wer stimmt mir zu? Eins in den Chat. Warum sehen wir diese Ergebnisse in den Divisions gegen Division 4 oder 5 Leute nicht? Dass, wenn wir wissen, der kann nichts am Pad, Alter, die 10-1 oder 15-0 wegklatschen würden, weil so viel KI-Hilfe am Start ist und unsere KI zurückgeschwächt wird. Sonst würden diese Ergebnisse zustande kommen, Leute. Und das sieht man immer wieder, wenn diese Events stattfinden, wie diese Weltmeisterschaften, weil die dann sagen, okay, das muss ein fairer Wettbewerb sein hier, wir nehmen die Hilfen weg. Wir nehmen die Hilfen weg und wir gucken, was ihr wirklich am Pad könnt. Und deswegen machen die da oben 20-0. Weil das natürlich gute Spieler sind, ne? Ich sag nicht, dass die Top-Leute Top 100, Top 200, Top 300, 500, das sind alles gute Zocker, Leute. Aber wir sind eigentlich nicht so weit weg, wie wir manchmal denken, glaube ich, ne? Ja, das ist einfach so. Aber es kommt auch auf jeden einzelnen Account an. Es kommt darauf an, wie viel investierst du an Money, Alter. Wie wollen sie sich bei der Stange halten? Ich habe heute gemerkt, dass ich habe morgens gezockt und ich habe heute gemerkt, wie mein Vieira jeden Ball durch die Beine lässt, ne? Oder wie meine Abwehr nicht mehr steht. 4 Niederlagen am Stück. Wieder unter 1700 gegangen. 1650 Points gehabt wieder, ne? Wo ich sage, so, Alter, ihr wollt doch nur, dass ich spinne jetzt, ne? Es ist doch so, Alter. Ihr wollt doch nur, dass ich jetzt schon wieder reingehe, das Ding, ne? Ja, und auf Dauer, ja, muss man abwarten, was aus meiner Hypothese geworden ist. Aber das ist das, was ich beobachte, wenn ich viel spiele. Ja, Leute, Thema Meisterliga. Ne? Es ist jetzt gar kein großes Ding, was ich jetzt irgendwie hier an Videos oder sonst was gefunden habe. Aber es ist so, dass hier ein Insider bei Konami gekündigt hat. Dieser Robbie Ron, Alter, aus Brasilien, der... Ich weiß gar nicht, ich kann den euch mal zeigen, wer das ist, Alter. Das ist unser Container-Kollege. Das ist unser Robbie Ron hier. Der hat bei Konami hat er gekündigt vor kurzem. Im Endeffekt steht es dann für mich auch fest, dass wir das Thema Meisterliga mal komplett sein lassen sollten, Leute, und abhaken. Hier hat wieder einer geschrieben, ich meine, man kann es nicht zu 100%ig sagen, aber hier hat wieder gesagt, weißt du etwas über die Meisterliga? Hat ihn auch markiert, ne? Also der Dennis Molina, irgendeiner, hat ihn markiert, ne? Und Er hat auch hier geantwortet. Ich weiß nichts, ich empfehle dir nicht darauf zu warten, denn dein Leben wird an dir vorbeigehen, Freund. Und sowas wird er nie schreiben, wenn er nicht irgendwelche Insider-Infos hätte. Er hat, wie gesagt, ganz, ganz eng mit Konami zusammengearbeitet, über Jahre, Leute, ne? Über Jahre. Und das ist jetzt für mich das endgültige Aus, ne? Ja. Und how about Edit Mode? Do I get in this life? Und dann hat er auch dazu geschrieben, Leute, noch einmal, ich arbeite dort nicht mehr, aber ich empfehle nicht zu warten und zu warten und zu warten. Leute, das ist für mich durch.
Edit Mode und Meisterliga ist für mich durch erstmal, ne? Wie ist eure Meinung dazu? Ist ganz, ganz bitter, dass ich euch das jetzt so sagen muss, aber das ist durch, ne? Edit Mode, Meisterliga Mode ist durch. Das würde nicht, er würde nicht diese Nachrichten so rausknallen, er arbeitet nicht mehr. Ich würde nicht warten. Warum sollte er sowas sonst rausknallen, ja? Das ist jetzt so ein offizielles Ding für mich, auf jeden Fall. Also ich rechne auf gar keinen Fall mehr mit. Und trotzdem muss man ja bei allem sagen, was ich jetzt eben gebracht habe, ne, macht mir dieses Spiel unheimlich Spaß. Es macht mir, wenn ich diese flüssigen Verbindungen habe, auf dem Platz unheimlich Freude, Tore zu schießen, wenn gute Aktionen klappen, wenn gute Dribblings funktionieren, wenn du einen Double Touch machst im Mittelfeld, einen aussteigen lässt, antäuschen, den Ball mit R2 reinknallst. Und es gibt noch für mich so, so viel zu lernen. Diesen Knock-on-Schuss habe ich noch nicht einmal geschafft. Und ja. Warum sollten sie das auch bringen? Die machen Gewinn ohne Ende mit EVO. Ist doch total verständlich, dass da nichts kommt. Und ML ohne den Tiermodus braucht auch kein Schwein. Das sind einfach Lügner, die den ganzen Roadmaps und Ankündigen auf Twitter alles Verarschung. Ja, Verarschung war es, glaube ich, nicht, Mario. Verarschung war es nicht. Diese Roadmap hauen die ja nicht einfach so raus. Die sind dann nur einen anderen Weg gegangen, ne? Ja. Was so ein bisschen Hoffnung machen kann auf neue Modi und diese Zusammenarbeit jetzt mit FIFA ist, dass sie wirklich ein gutes Grundgerüst vom Gameplay haben jetzt, ne? Das Spiel ist so weit, dass es überall akzeptiert wird, ja, dass das Gameplay wirklich gut ist. Im Offline-Bereich ist es sehr, 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 sehr gut. So Leute, wir gehen jetzt aber in die Packs rein. Ich werde das Thema Meisterliga vielleicht nochmal aufgreifen, aber für die jetzt gewartet haben, ist es ganz, ganz wichtig, glaube ich, das schon mal so rauszuknallen. Macht euch keine Hoffnung mehr. Das Ding ist vorbei.